Hey ho Minecraft-Freunde und willkommen zur ersten Folge der Gomme News. Dies ist ein neues Format auf dem gommad.net YouTube-Kanal und wird beginnt mit dieser Folge nun ab sofort einmal im Monat online kommen, um euch zu informieren, was sich auf dem Netzwerk so verändert hat. Und ich kann sagen, das sind meistens mehr Dinge, als man so mitbekommt. Und ich denke, für jeden, der viel auf YouTube unterwegs ist, ist das eine tolle Anlaufstelle für die Updates, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, was den Server betrifft. Ich freue mich jetzt schon, hier diese erste Folge anzumoderieren. Ich werde vermutlich auch die weiteren Folgen so moderieren und bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Aber lasst uns loslegen. Was hat sich also auf dem Netzwerk so geändert? Also, da hätten wir zum einen das Bedwars Update. Und mit diesem Bedwars Update, man kann schon sagen, Bedwars 2.0 ist da. Denn dieses Bedwars Update hat unser bisheriges Bedwars komplett überarbeitet. Es wurden extrem viele neue Items hinzugefügt und viele neue Interaktionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Team-Upgrades, neue Ressourcen wie Diamanten, neue Items, zum Beispiel der Feuerball, womit man extrem gut Rusher auf einen abwehren kann, ein Fallschirm, Schneebälle, womit man Blöcke abbauen kann. Es gibt viele Effekte, es gibt Fallen und es gibt auch fertige Strukturen, die du bauen kannst, und es gibt einfach wirklich viel zu entdecken. Das ist so viel, das kann ich euch jetzt gar nicht alles auf die Schnelle mitgeben. Deswegen verweise ich mal in der Beschreibung auf den Forenbeitrag. Dort stehen noch mehr Infos zu diesem Update. Und dort findet ihr in der Beschreibung auch noch einen Link zum Trailer vom Modus. Der Modus wurde auf jeden Fall nun anfängerfreundlicher gemacht. Man wird jetzt nicht mehr jede Runde von guten Spielern überrannt. Und was ich sagen kann ist, es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich habe schon einige Runden gewonnen. Und ich werde mich auch nochmal dafür einsetzen, dass wir jetzt in naher Zukunft nochmal weitere Karten bekommen für diesen Modus, die noch mehr auf diesen Modus angepasst sind, wo die Runden nicht ganz so schnell verlaufen, wo man sich noch mehr ausrüsten, hochleveln kann. Dafür will ich mich einsetzen, also da werdet ihr auch in naher Zukunft noch ganz neue Karten extra für diesen Modus finden. Mache ich mal weiter mit dem nächsten Update, und das ist ein ganz besonderes, denn am 28.07.2021 wurde der Server ganze 9 Jahre alt, und anlässlich zu diesem Jubiläum hatten wir dann ein Gewinnspiel zum Beispiel veranstaltet, wo man Kuchen sammeln musste in den Spielmodi, um daran teilzunehmen. Wir haben ein Coinsystem-Update mit exklusiven Items zum Sammeln herausgebracht. Es gab eine neue Lobby und Community mit exklusiven Features und auch neue Party-Games. Und ja, die genauen Infos hierzu habt ihr natürlich auch im Forum gefunden. Und ja, wir haben natürlich den Tag schön gefeiert. Mache ich weiter mit dem nächsten Update. Nämlich betrifft das dieses Mal Social Media. Denn unter anderem gibt es natürlich jetzt, wie heute in diesem Video erwähnt, ab sofort einmal im Monat die Gomme News hier auf diesem YouTube-Kanal. Außerdem haben wir jetzt für den Server einen Instagram-Account. Und zwar heißt der @gommad_network. Darunter findet ihr den neuen Instagram-Account. Und außerdem auch auf unserem TikTok-Account geht es jetzt wieder aktiv zu. Dort findet ihr nun auch jede Woche wieder ein neues TikTok, und den TikTok-Kanal findet ihr auch unter @gommad_network. Und das war es jetzt schon wieder mit der ersten Folge der Gomme News. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was ihr zu den Veränderungen sagt, wie euch die neuen Modi gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren, einen schönen Tag weiterhin und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich, haut rein und tschö mit Ö.